Präsentiert von HWS Böhlen begrüße ich Sie zur Pressekonferenz nach dem Spiel der KWS Eisfighters Leipzig gegen die Wohnbau-Moskitos Essen. Ich begrüße den Trainer unserer Gäste, Danny Albrecht, auf meiner rechten Seite und natürlich auch Patrick Wehner, den Trainer unserer Eisfighters. Die Eisfighters verlieren das Spiel mit 2-5. Danny, wie hast du das Spiel gesehen? Ja, schönen guten Abend zusammen. Ich fand, im ersten Drittel haben wir es defensiv sehr gut gemacht, wenig zugelassen. Ich glaube, wir hatten 3 oder 4 Torschüsse gegen uns, aber im Gegenzug haben wir auch nicht viel offensiv kreieren können. Hatten ja gewusst, dass der Druck, der Vorcheck von Leipzig sehr hoch sein wird, dass wir also gucken, dass wir schnell hinten rauskommen. Im zweiten Drittel haben wir eben wenig oder mehr hinten zugelassen sogar, aber haben die Kontersituation genutzt. Also zum richtigen Zeitpunkt auch immer wieder diese Nadelstiche, diese Odd-Man-Rushes, also diese Überzahlsituationen, 3-2-2-1. Das haben wir natürlich gut ausgespielt und im letzten Drittel wollten wir verwalten, habe ich immer gesagt, so ein greasy Hockey geben, also wirklich Scheiben raus, Scheiben tief, Mitte schützen und kriegen dann noch den Gegentreffer, aber es hat von unserer Defensivleistung, die wir heute hervorragend gemacht haben, nicht mehr groß abgewichen. Danke. Ja, dann danke ich dir erstmal für die Zusammenfassung. Ich muss das Mikro hier wechseln. Patrick, gleiche Frage, wie hast du das Spiel heute gesehen? Nein, ich finde, in die erste Drehte waren wir zu vorsichtig. Natürlich sind die Gegner gut hinten gestanden, aber wir müssen mehr Druck zum Tor machen, schneller spielen und weniger Turnovers machen. Wir machen noch immer die gleichen Fehler wie die letzte Zeit. Und dann haben wir Phasen des Spiels, die wir extrem gut finden. Da haben wir gut Druck gemacht durch das ganze Spiel. Wenn wir diese Fehler machen, macht natürlich auch gute Gegner wie heute die Tore. Und wir kriegen einfach zu einfache Tore heute, finde ich. Okay. Vielen Dank auch für die Zusammenfassung. Ich bleibe gleich mal bei dir mit dem Mikro. Freitag im Vorbericht auf das Wochenende spielt in der LVZ, in der Leipziger Volkszeitung, das Thema Disziplin eine Rolle. Zu viele Strafen, die es dem Gegner natürlich auch einfach machen. Siehst du das genauso und kann man Disziplin trainieren oder was gibst du den Jungs damit? Ja, wir haben das heute vor dem Spiel genau diesen Punkt besprochen. Irgendwie kommen wir nicht ganz weg. Das war besser heute als die letzten paar Spiele, aber wir müssen ganz wegbleiben von den Unterzahlspielen. Das macht unsere ganze 5-gegen-5-Rhythmus kaputt. Das Unterzahlspiel, Überzahlspiel kann man trainieren. Trotzdem nochmal konkret nachgefragt, Thema Disziplin. Sprichst du es konkret an? Ja, wie gesagt, das haben wir vor dem Spiel angesprochen. Vielen Dank. Dann wandert das Mikro nochmal rüber. Danny, du hast vor dem Spiel gesagt, 3 Reihen gegen 4 Reihen. Und erwartest Power-Eishockey von Leipzig. Hast du das gesehen? Ja, große Frage, sagen wir mal so. Ich habe es im ersten Drittel eben, weil wir meiner Meinung nach das defensiv sehr, sehr gut gemacht haben und wenig zugelassen haben, wenig bei den Entries den Gegner mit Kontrolle haben reinkommen lassen, sondern immer nur, dass sie der Scheibe hinterherlaufen mussten, finde ich, haben wir das gut unterbunden. Deswegen kam das vielleicht nicht so zum Vorschein. Man hat es im zweiten Drittel gesehen, da war Leipzig dann wesentlich aktiver und dann haben wir eben auch ein paar Wechsel, wo wir hinten drin, aber immer wieder nur Schüsse von außen zugelassen haben, nichts Hochkarätiges und im Gegenzug eben die Konter genutzt. Und deswegen bin ich der Meinung, wir haben das gut verhindert, dass Leipzig heute ihr aggressives Vorcheck spielen konnte. Ja, du hast gerade in der Zusammenfassung noch angesprochen, Spielverwaltung im letzten Drittel. So als Motto ausgegeben, machen die Jungs das auch teilweise eigenständig und bist du noch mal irgendwo nervös geworden an dem Punkt im letzten Drittel? Nee, da gebe ich schon vor, wie wir spielen sollen. Also wenn sie es eigenständig machen, dann brauchen sie mich ja nicht quasi. Nein, wir wollten gucken, dass wir wirklich hinten nichts zulassen und hinten nicht davon abrücken, die Mitte zu schützen, den Torwart, die Rebounds wegzunehmen. Klar, es kommen immer ein paar Situationen, wie dann das 4-2 oder das 2-4. Aber im Gegenzug sind wir nicht eingebrochen, haben weitergemacht. Und na klar, bei 5 gegen 6, irgendwann fällt das Tor dann meist, wenn du hinten gut stehst und den Bad Bounce nicht reinkriegst. Und deswegen sehr glücklich darüber. Vielen Dank. Ich gebe das Mikro noch einmal zurück. Patrick, wir werfen jetzt noch einen Blick auf das nächste Spiel. Freitag, dein erstes Derby gegen Halle. Haben dir die älteren Spieler oder die jetzt nicht die erste oder zweite Saison hier spielen, schon was zum Thema Leipzig gegen Halle gesagt? Und was erwartest du am Freitag? Oh, jetzt bin ich noch immer bei diesem Spiel und analysiere das. Und jetzt werde ich heimgehen und unsere Spiele analysieren. Und dann ab Montag werde ich auf den Gegner fokussieren. Ich habe schon gehört, dass es ein großes Derby ist. Aber großes Derby gibt es in allen Ländern, wo ich gecoacht habe. Also das ist, die Derby selber ist nichts Neues. Machst du bei der Vorbereitung was anderes? Werden wir sehen. Kurz und knapp, ich danke dir. Ich danke dir natürlich auch, dass du da warst. Wir werfen noch einen ganz kurzen Blick auf das nächste Wochenende. Für Leipzig haben wir es gerade schon angesprochen. Ich bin jetzt so unhöflich, fang gleich mit uns an. Freitag geht es in die Nachbarstadt, deren Namen ich nicht sage.
Essen fährt zu den Piranhas nach Rostock. Beide Spiele Freitag 20 Uhr zur Primetime. Spread TV einschalten. Ich schicke an der Stelle nochmal wieder einen ganz kurzen Gruß an unseren größten Fan Yannick raus. Bedanke mich bei beiden Trainern, dass sie da waren. Wünsche unseren Gästen eine sichere und gute Heimreise und Ihnen allen einen schönen Abend. Auf Wiedersehen.